Jetzt lade ich euch ein, dass ihr mit mir aufsteht. Wir machen Fortsetzung und lesen heute 1. Mose Kapitel 20. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema, wenn das Gottvertrauen fehlt. 1. Mose 20. Abraham aber zog von dort in den Negev und wohnte zwischen Kadesch und Schur und er hielt sich als Fremdling in Gera auf. Und Abraham sagte von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen. Aber Gott kam nachts im Traum zu Abimelech und sprach zu ihm, siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Abimelech aber hatte sich ihr noch nicht genähert und er sprach, Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und auch sie selbst hat gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich doch dies mit aufrichtigem Herzen und unschuldigen Händen getan? Und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst und darum habe ich es dir nicht gestattet, dass du sie berührst. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet und er soll für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, so wisse, dass du gewiss sterben musst, samt allem, was dir gehört. Da stand Abimelech am Morgen früh auf und rief alle seine Knechte zusammen und sagte ihnen dies alles vor ihren Ohren und die Leute fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham, in welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham, weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Bis dahin. Amen. Nehmt Platz. Wo sind wir? Im ersten Buch Mose. Zur Erinnerung, Gott hatte Sodom und Gomorra aufgrund der großen, schweren Sünde, die ihre Einwohner begangen hatten, gerichtet, zerstört. Abraham, nachdem Lot gerettet wurde, machte sich auf, um von dem Ort, an dem er damals wohnte, umzuziehen. Er kam in die Gegend von Gera und, wie Vers 1 uns sagt, er hielt sich als Fremdling dort auf. An diesem neuen Ort kam er an ein Hindernis, an dem er bereits schon in Kapitel 12 scheiterte. Damals ging er aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten und sagte das Gleiche, was er hier in Vers 2 auch sagt über seine Frau Sarah. Sie ist meine Schwester. Ich habe gelesen, wenn man einem Pferd beibringen möchte, über Hindernisse zu springen und das Pferd stoppt und will nicht, senkt die Nase nach unten und schnaubt und widersteht diesem Hindernis, dann geht ein guter Trainer mit dem Pferd beiseite und beruhigt es und gibt ihm einen Augenblick des Verschnaufens und kehrt zu demselben Zaun zurück. So lange, bis das Pferd lernt zu springen. Gott wollte, dass Abraham eine Lektion lernt. Er musste lernen, Gott zu vertrauen. Denn es wartete eine noch viel schwerere Prüfung auf ihn,
Wir kommen da noch hin in Kapitel 22, als Gott ihn aufforderte, seinen Verheißenen, seinen Geliebten, seinen einzigen Sohn, den Sohn der Verheißung, zu opfern. Also trainierte Gott mit ihm und führte ihn zurück zu diesem blöden Hindernis, diese selbe Hürde. Und was tat Abraham? Ohne Zweifel ein geistlicher Mann, kein Neuling im Glauben, schon lange mit Gott unterwegs. Er reißt die Hürde, sie kippt, er nimmt sie nicht. Denn er sagte, Vers 2, von seiner Frau Sarah, sie ist meine Schwester. Kennen wir. Kapitel 12, dasselbe Lied. Eine Halbwahrheit, die in Wirklichkeit eine Lüge war. Folge, da ließ Abimelech, der König von Gera, Sarah holen und fügte sie seinem Harem zu. Jetzt fragst du dich, war sie nicht schon ein bisschen älter, irgendwas in den 90ern? In den Harem, was hat denn der für einen Geschmack, dieser König? Wollen wir nicht spekulieren. Vielleicht tat er es, um auch seine Position der Macht zu sichern, indem er sich mit Abraham arrangierte, der ja auch mit allerhand Reichtum kam in diese Gegend und eine potenzielle Gefahr für ihn war. Also verschwägerte er sich mit ihm. Ist ja vielleicht ein Weg, um Frieden zu schließen. Abraham aber vertraute an diesem Punkt nicht Gott, sondern er wollte die Sache wieder einmal in die eigene Hand nehmen. Ich glaube, dass wir durch dieses Kapitel etwas lernen dürfen, denn wir glauben, dass Gott durch sein Wort in unser Leben hineinspricht. Er möchte uns trainieren, er möchte uns vorbereiten, er möchte, dass wir mehr und mehr lernen, ihm ganz und gar vollkommen zu vertrauen. Schauen wir uns zunächst an, was die Umstände des fehlenden Gottvertrauens bei Abraham waren. Er zog also, wie wir gehört haben, in den Negev und hielt sich als Fremdling in Gera auf. Das war ein neuer Ort für ihn, eine neue Umgebung mit neuen Möglichkeiten für ihn persönlich, aber auch für sein Vieh, neue Weiden. Es gab viele Chancen für ihn an diesem neuen Ort, aber es gab auch Herausforderungen. Unsicherheiten. Wie wird denn der König von Gera auf mein Kommen reagieren? Selbst für den geübten Nomaden Abraham war der Ortswechsel keine Routine. Denn er war mit Sorgen und Ängsten verbunden. Die Prüfungsfrage Gottes lautete in etwa so: Werde ich Abraham mit dem neuen Kapitel meines Lebens, in diesem neuen Lebensabschnitt, den Weg des Gottvertrauens gehen und glauben? Oder werde ich der Furcht folgen und mich auf mich selbst verlassen, die Dinge in die eigene Hand nehmen? Das ist im Prinzip die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Vertraue ich Gott, auch wenn sich meine Lebensumstände plötzlich ändern? Wenn sie heute anders sind als gestern. Solange alles routiniert läuft, wir unseren Lebenstrott haben, wir ungefähr wissen, was uns am Tag und in der Woche und vielleicht auch in den nächsten Monaten erwartet, fällt es uns relativ leicht zu sagen, ich vertraue Gott. Das Gehalt kommt pünktlich. Der HVV-Bus hat eigentlich nie Verspätung. Manchmal, aber das ist die Ausnahme, die können wir schon einkalkulieren. Das erste Kind schläft durch. Wunderbar. Wir können die Dinge überblicken. Und auch die Rente ist sicher. Jedenfalls hieß es lange Zeit so. Es läuft alles, wie es sich gehört. Aber dann ändern sich die Umstände. Wir finden uns plötzlich in einer neuen Umgebung wieder. Neue Herausforderungen, ein neues Kapitel, ein neuer Tag. Was werden wir tun? Was werden wir tun? Abraham. Was Abraham vergaß, ist, was auch wir oft vergessen,
dass Gott über jede Veränderung in unserem Leben Bescheid weiß. Er kennt jeden Moment deines Lebens. Er weiß von jedem Wort, das aus deinem Munde geht, noch ehe du es gesprochen hast. Er kennt das Ende und den Ausgang. Der Psalmist sagt in Psalm 139, ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich, auch in den Umständen, die so plötzlich über mich hereingebrochen sind. Und er sagt in Vers 6, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Ich kann sie nicht fassen, Gott. Du weißt es. Mein Name als ein Kind Gottes ist in seine Hand geschrieben. Jedes Haar auf meinem Haupt ist gezählt. Und wenn Gott es weiß, dann kann ich mir absolut sicher sein, dass er auch die veränderten Umstände meines Lebens kennt. Herr, hilf mir, dir zu vertrauen, auch wenn sich die Lage ändert. Abraham hier sah seine neue Umgebung nicht im Lichte seiner Freundschaft mit Gott. Er setzte sein Vertrauen in ein altes Schema. Er benennt dieses Schema, mit dem ist er schon losgelaufen. In Vers 13, da sagt er so fast beiläufig, und es geschah, als mich Gott aus dem Haus meines Vaters führte, da sprach ich zu ihr, das ist Sarah, das musst du mir zuliebe tun, dass du überall, wo wir hinkommen, von mir sagst, er ist mein Bruder. Das ist das alte Sündenschema. Ich weiß nicht, wie dein Sündenschema aussieht, auf das du zurückgreifst, wenn plötzlich die Situation sich wieder ändert und dir das Gottvertrauen fehlt. Kaum zu glauben, was er seiner Frau sagte, das musst du mir zuliebe tun. Oder wir könnten auch sagen, wenn du mich wirklich liebst, das ist eigentlich Erpressung, Abraham. Wenn du es nicht tust, dann liebst du mich nicht. Und was soll sie tun? Jedes Mal, wenn sie umziehen, soll sie die Ehe in Gefahr bringen. Das ist ein Hammer. Warum? Warum hat Abraham so gehandelt? Weil er genau wie wir, genau wie ich, genau wie du, sich zwischen der Welt des Glaubens und der Welt des Gottvertrauens auf der einen Seite und der Welt der Angst und der Unsicherheit und des fehlenden Gottvertrauens hin und her bewegte. Er war unbeständig an diesen Punkten. Jetzt magst du denken, naja, so übel bin ich gar nicht wie der Abraham. Mich wirst du in solch einer Sache niemals erwischen. Ich bin auf dem Weg des Glaubens. Aber seien wir doch mal ehrlich, wie oft haben wir einen Fehler wiederholt? Immer und immer wieder. Nicht nur 5-mal, 10-mal, 20-mal. Obwohl unser Herz nach Gott verlangt und wir seine Wege gehen wollen, verhalten wir uns manches Mal wie Abraham oder auch wie Petrus. Wir erinnern uns, als Jesus seinen Jüngern auf dem Ölberg eröffnete, dass in dieser Nacht die Menschen an ihm Anstoß nehmen werden, dass Petrus sagte, ich werde dir folgen, wir erinnern uns. Und wenn sie dich umbringen und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, sagte er. Und das Gleiche sagten auch alle anderen. Einige Verse später, als sich der Umstand geändert hat, das Umfeld geändert hat, er nicht mehr mit Jesus und den anderen Jüngern auf dem Ölberg war, sondern plötzlich in dem Hof des hohen Priesters war und dort an dem Feuer saß, um sich zu wärmen und die Stimmung komplett gekippt war, versagte er und er vertraute nicht mehr Gott. Und als sie ihn konfrontierten und sagten, auch du warst mit Jesus, dem Nazarener, fing er an, sich zu verfluchen. Und zu schwören, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet, da krähte der Hahn. Wir wissen, dass Jesus ihn anschaute
Petrus rannte raus, er weinte bitterlich, aber, und das ist die Hoffnungsbotschaft für uns, die wir heute Morgen hier in der Arche sitzen und ebenso wie Abraham, ebenso wie Petrus so oft versagt haben, wenn es um das Vertrauen in Gott geht. Christus hat dem Petrus vergeben. Und es ist auch Hoffnung für dich da, in deinem Versagen, wenn es um das Vertrauen zu Gott geht. Das war das Umfeld des fehlenden Gottvertrauens. Zweitens, welche Auswirkungen hat das fehlende Gottvertrauen? Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir als Christen unser Leben nicht auf einer einsamen Insel führen, sondern wie wir leben, ob es im Glauben ist oder auch im Zweifel, hat Einfluss und Auswirkung. Deswegen schreibt der Apostel Paulus in Römer 14, denn keiner von uns, sagt er, lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Mit anderen Worten, wie du, wie ich in sich verändernden Lebensumständen reagieren, hat Auswirkungen auf andere. Zuerst bei Abraham hatte sein fehlendes Gottvertrauen natürlich Auswirkungen auf seine Ehefrau. Er brachte sie wieder einmal in moralische Gefahr. Er war bereit, den Schutz seiner Frau aufzugeben, nur um seine eigene Haut zu retten. Du sagst, sowas ist mir ja noch nie untergekommen und weißt du was, das wird mir nie passieren. Ich bin ein guter Ehemann. Du bist bestimmt ein guter Ehemann. Da will ich überhaupt nicht dran zweifeln. Aber überleg mal, dass der Fortschritt, deine guten Schritte, die du als Ehemann mit Gott gehst, oder auch deine eben nicht guten Schritte, die du eben nicht mit Gott gehst, dass egal in welche Richtung du dich bewegst, du einen Einfluss hast, so wie Abraham auf seine Frau, auch du auf deine Frau. Du beeinflusst sie und am Ende auch deine Kinder. Es spielt eine große Rolle. Und das ist ja sein Wort an die Ehemänner. Wie wir mit unseren Frauen umgehen. Wie wir sie behandeln. Aber nicht nur praktisch, sondern auch geistlich. Es spielt eine Rolle, ob wir die Initiative ergreifen. Sie an die Hand nehmen. Ihr mit dem Wort Gottes Mut zu sprechen, das Gebet suchen, mit ihr gemeinsam die Gottesdienste aufsuchen. Es hat eine Auswirkung, ob wir freudig mitarbeiten im Reich Gottes oder ob wir zurückgezogen leben und Gott nicht vertrauen, sondern unsere eigenen Wege gehen. Wir können nicht mit dem Luxus leben und meinen, dass meine kleinen Unbeständigkeiten auch nur meine kleinen Unbeständigkeiten sind. Ist nicht so. Sondern wie wir leben, das gilt nicht nur für den Ehemann, das gilt auch für die Ehefrau. Das gilt auch für den Single in der Wohngruppe, in der du vielleicht lebst, in dem Apartment, mit den Menschen, die Gott dir an deine Seite gestellt hat, mit den Freunden, die du hast. Der Weg, den du gehst, hat Auswirkungen. Entweder du förderst Menschen in deinem Umfeld, zu Gott hinzukommen, oder du hinderst sie daran. Unser fehlendes Gottvertrauen ist nicht eine Sache, die wir mit uns selbst abmachen können. Abraham konnte es nicht, sondern es hatte Auswirkungen auf seine Frau. Und dann natürlich auch auf das Haus Abimelechs. Dieser Philisterkönig, der dort in dieser Gegend lebte, der Gegend von Gera, der hatte, so gibt es der Kontext her, eigentlich gar nichts Böses vor. Er war wirklich erstaunt. Er wollte nicht eine verheiratete Frau nehmen und mit ihr Ehebruch begehen. Und da sehen wir etwas anderes. Das fehlende Gottvertrauen von Abraham hatte nicht nur Auswirkungen auf seine Frau, sondern auch auf Abimelech und sein Haus. Und Gott schlug sie mit Krankheit, mit einer Plage, dass kein Kind mehr geboren werden konnte. Wir lesen das dann in den folgenden Versen. So dass es dazu kommen musste, dass Abimelech den Abraham konfrontierte. Abimelech, der nicht denselben Glauben hatte wie Abraham, der nicht dieselben moralischen Standpunkte teilte wie er, der nicht nach denselben biblischen Ansprüchen lebte,
muss jetzt den Glaubenshelden zur Rede stellen. Vers 9, warum hast du uns das angetan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht mit mir gehandelt, wie man handeln soll. Was für eine Frage. Boah. Keiner von uns möchte von seinem Arbeitskollegen mit so einem Satz konfrontiert werden. Du bist ein Christ, aber ich habe dich beobachtet in den letzten Wochen. Du handelst nicht, wie man handeln sollte. Sie sind keine Christen, sie sehen die Dinge anders. Wie tragisch ist es, wenn sie überrascht sind zu sehen, wie wir wirklich leben. Wenn sie uns besser erklären können, wie man als Christ zu leben hat, als wir es tun. Das ist kein gutes Zeugnis. Wir alle stehen in der Gefahr, unseren Glauben unseren Umständen anzupassen. Läuft alles gut, ist alles gut. Kommt Widerstand, gehen wir in die Deckung. Wir sind ein bisschen so wie ein Chamäleon, was die Farbe ändert, gemäß des Untergrundes, auf dem es sich befindet. Wir sind gut im Anpassen. Aber bedenken wir, was Gott von uns möchte. Epheser 5, Vers 8. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Was ist die Folge? Wandelt als Kinder des Lichts. Leb gemäß deiner Berufung. Lebe gemäß deiner Identität. Und wisse, dass für all dein Versagen, für all deinen Unglauben, Vergebung bei Christus ist. Amen. Amen. Amen.